Früher wurde durch die Schlote der Neuburger Glaswerke viel Wärme hinausgeblasen. Jetzt wird sie durch diese beiden Rohre in die Anlagen der Stadtwerke Neuburg auf dem Gelände der Glashütte abgegeben. Richard Merkner, Vorsitzender des Bundes Naturschutz in Bayern, besichtigt einen Tag lang das innovative Neuburger Konzept auf Einladung der Stadtwerke. Und wir ziehen aus den Kaminen hier ja eben 380 Grad Wärme, heißen Rauch, heiße Luft. Und nehmen Wärme raus, gehen runter auf 200 Grad Celsius. Und diese Energie versorgt dann über das Neuburger Nahwärmenetz Betriebe und 1600 Wohnungen. Es ist natürlich genial, wenn Stadtwerke wie die Neuburger hier wirklich zeigen, Technik, Intelligenz, Energieeinsparung, Energieeffizienz, das ist angewandter Klimaschutz. Und das brauchen wir aber eben nicht nur in solchen Modell- und Versuchsprojekten, sondern letztlich in der gesamten Industrie. Die Innovation geht weiter. Gerade erst wurde eine weltweit einmalige Hochtemperatur-Wärmepumpe für 500.000 Euro installiert, die Restwärme verwendet. Das mittlerweile rund 30 Kilometer lange Nahwärmenetz wird weiter ausgebaut. Außerdem betreiben die Stadtwerke mehrere Blockheizkraftwerke. Das kostet aktuell viel Geld, zahlt sich aber langfristig aus. Wenn ich heute billigen Kohlestrom nehme, dann werden wir später das alles zahlen müssen, was wir an Ruß in der Luft haben, wir alle. Mache ich es von vorne schon richtig, versuche mit sauberen Möglichkeiten zu agieren, habe ich keine Abfallprodukte, die ich später bezahlen darf, sprich unsere Kinder bezahlen müssen. Der größte Kunde für die Nahwärme ist eine große Melzerei, die aus Gerste und Weizen Malz für die Brauereien herstellt. Für Richard Merkner sollten Modelle wie das der Neuburger Stadtwerke selbstverständlich sein. Wir haben riesige Potenziale in Bayern in der Energieeinsparung und in der rationellen Energieverwendung. So könnte auch der CO2-Ausstoß verringert werden. In Neuburg geht's weiter. Im nächsten Jahr wird ein weiterer großer Industriebetrieb seine Restwärme ins Netz abgeben.